Hi Leute, nachdem letztens die RKI-Akten offengelegt wurden und wie einige Berichte im Internet zu finden sind, auch die Apotheker und Ärzte darüber redeten, dass sie amtliche Schreiben bekommen haben, auf keinen Fall über die Nebenwirkungen von den Impfungen zu sprechen und mögliche Bedenken bei Auskunftssuchenden herunterspielen sollen. Da gibt es schon wieder die nächste Meldung. Da gibt es jetzt schon wieder Leute, die sich trauen, öffentlich ihre Meinung zu sagen. Ja, wir haben Meinungsfreiheit, aber jeder ist in irgendeiner Art erpressbar. Das beste Beispiel dafür waren vor einigen Jahren die Firmen, die sagten, AfD-Wähler lassen wir nicht bei uns arbeiten. Natürlich kann eine Firma nicht einfach sagen, du wählst rechts, du bist entlassen. Aber es gibt ja immer M Mittel und Wege, eine unliebsame Person loszuwerden. Auch mir wurde in einem Forum bei Facebook schon mal gedroht. Ich schrieb in irgendeiner Diskussion, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, das war um den Lockdown ging das da, dass ich diese Maßnahmen sehr überspitzt halte. Tatsächlich hat mir dann hier jemand geantwortet und sinngemäß gesagt, dein Arbeitgeber wird sich freuen, wenn er erfährt, was für Nazis bei ihm arbeiten. Ein ähnliches Beispiel kommt auch weiter unten nochmal. Schon seit langem regten sich verschiedene Menschen auf über den mehrheitlich gleichgeschalteten und einseitig berichtenden und öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Stimmen, die wird ja inzwischen jeder schon mal gehört haben. Und dem einen oder anderen ist selbst bestimmt auch schon mal irgendwas in die Richtung aufgefallen. Das Internet ist voll von Beweisen und Videos, in dem sich verschiedene Leute mit diversen Nachrichten befassen und gewisse Dinge aufdecken. Und jetzt haben sich die Querdenker unter den Mitarbeitern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ÖAA, und auch freie Medienmacher zusammengeschlossen und ein Manifest online veröffentlicht, in dem sie viele Missstände anprangern. Das bemerkenswerte Dokument, das jetzt für Unruhe bei den Sendergruppen von ARD und ZDF sorgt, fordert einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der sein Publikum ernst nimmt, Debatten zulässt und ein breites Meinungsspektrum abbildet, ohne zu diffamieren. Es wurde kritisiert, dass Meinungsmache und Berichterstattung zunehmend miteinander verschwimmen, was den Prinzipien seriösen Journalismus widerspricht. Außerdem wird eine wachsende Diskrepanz zwischen Programmauftrag und tatsächlicher Umsetzung wahrgenommen. Es gibt Versuche, Minderheiten mit abweichenden Meinungen durch Begriffe wie Querdenker, Schwurbler oder Klimaleugner zu diffamieren und zum Schweigen zu bringen. Manifest für einen neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland. Wir vermissen den Fokus auf unsere Kernaufgabe, Bürgern multiperspektivische Informationen anzubieten. Stattdessen verschwimmen Meinungsmache und Berichterstattung zusehends auf eine Art und Weise, die den Prinzipien eines seriösen Journalismus widerspricht. Verschiedene Journalisten und andere Medienmacher berichten hier teilweise anonym, aber ihre Unterschriften wurden bei einem Anwalt hinterlegt, weil sie Repressalien fürchten. Einige geben ihren Namen auch öffentlich an. Ich werde aber jetzt keine Namen nennen hier. Ich zitiere nochmal ein paar Ausschnitte aus verschiedenen Sachen. Die Redakteure in den öffentlich-rechtlichen Medien sind zwar formal unabhängig, meist gibt es auch Redaktionsausschüsse, die über die journalistische Unabhängigkeit wachen sollen. Hier ein paar Beiträge. Ihr solltet unbedingt mal auf der Seite weiterlesen, da ich hier bloß ein paar Ausschnitte bringe.
Nach mehr als 10 Jahren freier Mitarbeit für das Hörfunkprogramm Ö1, österreichischer Rundfunk. Bei denen läuft es ähnlich ab wie bei uns. Hieß es da, man sei auf meine Facebook-Posts zu Corona aufmerksam geworden, in denen ich in der Tat sämtliche sogenannten Anti-Corona-Maßnahmen massiv kritisierte und abgelehnt habe. Und zu dem Schluss gekommen, wir können es nicht hinnehmen, dass unsere Autoren die Regierungspolitik kritisieren. Und beim freien Mitarbeiter ist es leichter, dem einfach nichts mehr abzukaufen. Einem Redakteur von WDR 5 waren meine Facebook-Posts ebenfalls aufgefallen. Er hat davon Screenshots gemacht und diese an andere Redaktionen der ARD geschickt. Mit der Frage, ob sie überhaupt wüssten, mit wem sie da zusammenarbeiten. Ja, so läuft das ab. Zwei weitere Redaktionen bei Bayern 2 und SWR 2 haben mir daraufhin ebenfalls gekündigt. Teilweise wurden meine Themenangebote nicht mehr beantwortet, nach dem Motto, er wird schon merken. Teilweise gab ich merkwürdige E-Mails und Telefonate, in denen mir gekündigt wurde, insofern man bei einem freien Mitarbeiter davon die Rede sein kann. So zum Beispiel beim ersten Irakkrieg 1991. Ich arbeitete damals im WDR in Köln. Weil es viele kritische Berichte zu diesem Krieg gab, erinnere ich mich, dass Chefredaktion und Intendanz darauf Einfluss zu nehmen versuchten, indem sie von einer Emotionalisierung warnten. Also das Gegenteil der aktuellen Kriegshaltung, bei der mit moralischer Empörung Kriege unterstützt werden. Mit Corona erlebte dieses ARD-System einen Bruch. Aus Einzelfällen der Einflussnahme wurde eine flächendeckende Allgemeingültigkeit. Ein neues System. Die innere Redaktionsfreiheit und der Pluralismus wurden abgeschafft. Ich hatte den Eindruck, als sei von oben eine Linie ausgegeben, an die sich jeder und alle zu halten hatten. In einer ARD-Anstalt hieß es sinngemäß, die Corona-Maßnahmen werden nicht angezweifelt. So, nochmal was anderes jetzt hier. Ich bin ausgebildeter Redakteur und arbeite seit 1989 als freier Mitarbeiter für mehrere ARD-Anstalten im Bereich Hörfunk. Das Betriebsklima in diesem öffentlich-rechtlich verfassten Medium empfand ich von Anfang an sehr angenehm. Kollegial und vor allem auch inhaltlich fruchtbar. Man konnte auf eine Weise Themen journalistisch bearbeiten, wie ich es in privatrechtlich verfassten Medien bisher nicht kannte. Erst in den Alternativmedien dieser Zeiten erlebe ich diese Freiheit wieder. Berichte, Kommentare zu Regierungen, Parteien, Amtsträgern, Wirtschaftsbossen, Polizei, Bundeswehr, Verfassungsschutz, DDR, Stasi, oppositionellem Verhalten, Bürgerbewegungen und so weiter. Der Kern der ARD war ihre Unabhängigkeit. Sie ermöglichte schonungslos und wahrhaftige Recherchen und Berichte. Dennoch erlebe ich in intern immer wieder Konflikte und Einmischungsversuche in die Berichterstattung von oben aus der ARD-Hierarchie heraus. Letzten Endes blieb es bei dem eher ohnmächtigen Versuch. Die WDR-Oberen konnten keinen nachhaltigen Einfluss durchsetzen. Der Grund lag im intakten Redaktionsprinzip des Senders. Die Redaktionen entschieden autonom über ihre Berichte. Diese Redaktionen waren durchaus unterschiedlich ausgerichtet, was auch den inneren Pluralismus der ARD entsprach.
aber sie waren eben in ihrer Arbeit frei, weil das Redaktionsprinzip ihre innere Freiheit gab. Wurde es auch von allen getragen. Das unabhängige Medium ARD verwandelte sich in ein angepasstes Propagandainstrument der Corona-Exekutive. Recherchen oder ein Hinterfragen der Corona-Politik gab es nicht mehr. Keine journalistischen Standards wie Sorgfalt, Gleichheit oder Wahrhaftigkeit. Anstelle der Unabhängigkeit machte man sich zur Partei. Mit Beginn des Russland-Ukraine-Krieges wurde diese Haltung nahtlos auf die Kriegspolitik Deutschlands übertragen. Was bis heute verwundert ist, wie schnell das ging und wie reibungslos dieser Systemwechsel vollzogen wurde. Es wirkt gerade so, als haben manche ARD-Funktionsträger nur darauf gewartet. Es kam ihnen entgegen. Angesichts der verantwortungslosen Selbstbedienungskultur in der Führungsspitze des RBB könnte man auch sagen, Corona hat offengelegt, was sich in öffentlich-rechtlichen Medien in den letzten Jahrzehnten an Unkultur entwickelt hat. Sich zur Partei einer Corona- oder Kriegspolitik zu machen, führt zu einer verhängnisvollen Tendenz. Alles Kritische, Abweichende, und gegensätzliche muss abqualifiziert werden. Und zwar auf Kosten der Wahrheit. Bei einer Corona-Demonstration in einer Kleinstadt bei Heilbronn hat ein SWR-Reporterteam eine Teilnehmerin nach Waffen gefragt. Ich stand daneben und habe es gehört. Die Frau antwortete wörtlich: Da distanziere ich mich. Wir laufen im Frieden. In dem Fernsehbeitrag unter dem gefremdeten Titel Reichsbürger und Querdenker wird die Situation verfälscht. Die Frage des SWR-Kollegen nach Waffen wird weggelassen. Stattdessen wird der Eindruck erweckt, die Demo-Teilnehmerin habe auf eine Frage nach Reichsbürgern geantwortet. Sie sei die einzige gewesen, heißt es, die sich von den Reichsbürgern distanziert habe. Was wir hier vor uns haben, ist dramatisch und sollte für die künftige Journalistenausbildung unbedingt konserviert werden. Es ist die bewusste Verfälschung einer Situation und eines der. Da fand ich das in dem Film Iron Sky, ist so ein bisschen ein zweitklassiger Science-Fiction-Film, ging es um Nazis. Und da haben die aus dem Charlie Chaplin-Film, der große Diktator, haben die bei den Nazis einen 10-minütigen Kurzfilm gemacht. Man kann das halt so umschneiden und alles machen und Worte weglassen. Und dann kommt das wie ein Propagandafilm für die Nazis rüber, wie der hier mit der Welt spielt und die ganze Welt hat einen großen Diktator dann halt. So einfach ist es zu machen. Und so haben sie es teilweise auch gemacht. Es ist Antijournalismus. Nicht Information, sondern Desinformation. Weiter beklagte eine Verantwortliche des SWR, dass das Publikum in den Medien nicht mehr verzeihe, wenn sie Fehler machen. Wir sind weg von einem menschlich verzeihenden Umgang miteinander, sagte sie. Ihr fiel nicht auf, dass man das gerade für den umgekehrten Fall sagen kann. Sowohl Politik als auch Medien verzeihen bis heute denen nicht, die gegen die Corona-Maßnahmen opportunierten und sprechen weiterhin abfällig von Corona-Leugnern oder Querdenkern. Die SWR-Redakteurin merkte nicht einmal, dass die von ihr kritisierte Unversöhnlichkeit im eigenen Haus praktiziert wird. Meine Beobachtung: In unserer Redaktion wird bei Sitzungen nicht darüber geredet, wie wir die Menschen mit unseren Programmen möglichst vielfältig informieren und verschiedene Ansichten präsentieren könnten,
Nein, es wird darüber geredet, wie man ein Ereignis mit Hilfe von Experten einordnen kann. Am Ende sieht die Regierung dabei meist gut aus. Dazu werden dann in der Regel dieselben Experten von einschlägigen Stiftungen und Denkfabriken angerufen, die sich in der Vergangenheit als gute Einordner bewährt haben. Das heißt im Großen und Ganzen, die Sicht der Regierung, der SPD oder der Grünen wiedergeben. Wenn jemand aus der Redaktion einen neuen Experten vorschlägt, wird erstmal recherchiert, ob der nicht irgendwelche verdächtigen Aussagen gemacht hat, vielleicht die Corona-Maßnahmen kritisiert oder im falschen Medium publiziert hat. Das könnte eine Erklärung sein, warum unser Programm einen immerwährenden Gleichklang hat. Den Einschätzungen des RKI so folgend, wurden dann Angst und Alarm als berechtigte Dauernarrative gesehen, die im Sinn der Quote leider auch erfolgreiche Narrative waren, weil Angst und Alarm naturgemäß die Aufmerksamkeit des Publikums erhöhen. Berechtigte Zweifel, Nachfragen und andere Expertenmeinungen, Maßnahmenkritik oder gar Demonstrationen und Protest wurden im gleichen Zuge für unangebracht bis falsch oder gar für rechtsextrem und gefährlich erklärt. Kritische Fragen mussten sich Politikerinnen fast ausschließlich dahingehend gefallen lassen, ob ihre Maßnahmen ausreichend seien für den Gesundheitsschutz. Fast nie, ob sie zu weit gehen oder ihrerseits Schäden anrichten. Schäden durch die Maßnahmen, einsames Sterben, psychische Folgen für die Kinder, Geschäftspleiten, Staatsverschuldung wurden als Corona-Schäden deklariert. Ein breiter Mainstream ist entstanden, gegen den, meinem Erleben zufolge, kaum anzukommen war, wenn man als einzelner Redakteur nicht selber als verharmloser oder Schlimmeres abqualifiziert werden wollte. Und bei der Frage zum Beispiel, ob die Impfung wirklich die Lösung ist oder welche Risiken und Schäden auch mit ihr einhergehen, sind kritische Ansätze und Recherchen bis heute ein gefühltes Tabu. Am 20. Mai 2020 schrieb Julia Klaus im ZDF-Faktencheck, was dran ist am Impfzwang geraune. Prominente Verschwörungstheoretiker wie Ken Jebsen fürchten eine Impfpflicht über die Hintertür. Wie er in einem über 2 Millionen Mal geklickten YouTube-Video sagt, wer keinen Immunitätsausweis habe, können an bestimmten Veranstaltungen nicht mehr teilnehmen. So die Befürchtung. Da war ja noch nichts mit den Maßnahmen. Eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums vermutete hinter dem Online-Geraune eine Agenda. Es handelt sich um eine Kampagne, die in den sozialen Medien losgetreten wurde, wo fälschlicherweise behauptet wurde, eine Impfpflicht wäre geplant. Wer lag schlussendlich näher an der Wahrheit? Ken Jebsen oder der ZDF-Faktencheck? Jahrelang hat die Politik behauptet, dass kein Geld für wichtige Projekte, Schulsanierung, Gesundheitssystem und so weiter vorhanden sei. In der Pandemie ist jetzt aber scheinbar jede Menge Geld da, um dies den Pharmafirmen in den Rachen zu werfen. Ende Februar 2022 schrieb der Vorstand der BKK Provita einen Brief an das Paul-Ehrlich-Institut, in der er auf eine statistische Auswertung der Patientendaten seiner Krankenkasse zum Thema Impfnebenwirkungen verwies. Demnach wäre die Quote der Impfnebenwirkungen erheblich größer als von PIE, also Paul-Ehrlich-Institut, gemeldet. Anstatt darauf zu drängen, dass jetzt auch mal die anderen Krankenkassen einmal ihre Daten auf diesen Aspekt hin prüfen sollten, wird der Überbringer dieser schlechten Nachricht von den Medien diskreditiert und vom eigenen Verwaltungsrat kurzfristig entlassen.
Bei ARD aktuell finde ich außer zwei Blog-Einträgen nur einen Artikel auf der Website zu diesem Thema. Und dieser diffamiert schon in der Überschrift. Anna Licht steht Querdenkern nahe. Der gerade erwähnte Artikel ist zwischenzeitlich von der ARD-Seite verschwunden, aber noch im Internetarchiv zu finden, unter archive.org. Und hier nochmal was Kurzes. Heute am 15.12.2021 demonstrierten 650 Ärzte und Pflegerinnen vor der Ärztekammer in Wien. Und die Berichterstattung darüber? Hunderte bei illegaler Demo in Wien. In der Wiener Innenstadt haben sich heute Vormittag hunderte Menschen zu einer nicht angemeldeten Demonstration versammelt. Es waren offenbar Covid-Leugner und Leugnerinnen sowie Maßnahmengegner und Gegnerinnen. Kein Wort darüber, dass das ausschließlich Ärzte und Pflegerinnen waren. Das würde die Geschichte nämlich wohl anders darstellen. Ja, ich spreche jetzt an dieser Stelle mal ab, das wird sonst zu lang. Ich habe hier ja noch Beispiele über Beispiele aufgeschrieben. Lest wirklich mal auf der Seite durch, das ist wirklich interessant, was da drin steht. Ja, nachdem das Manifest herausgebracht wurde, meldeten sich jetzt letztens übrigens auch schon wieder die anderen Medienmacher. Natürlich ist in diesem Manifest alles erstunken und erlogen. Also macht euch mal selber ein Bild. Ein paar Links von beiden Seiten findet ihr unten in meiner Videobeschreibung. Und dann klickt mal bitte auf Gefällt mir und abonniert meinen Kanal. Danke und tschüss.